Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Achtelfinale Teil 2 steht an und ihr seht's, Verl und Saarbrücken. Da habe ich jeweils die Spieler erstellt zu einer anderen Mannschaft getan, die ähnliche Trikots haben. Also es gibt die beiden Mannschaften nicht bei FIFA, sorry. Aber jetzt geht's erstmal los mit Leverkusen gegen Stuttgart. Danke fürs Dabeisein. Bleibt sportlich fair in den Kommentaren. Jetzt aber viel Spaß. Leverkusen gegen Stuttgart, also das erste Duell des frühen Mittwochabends und Leverkusen in der klaren Favoritenrolle gegen Aufstiegsaspirant Stuttgart aus der zweiten Bundesliga. Kai Havertz hier mit einem schönen Solo in der Frühphase der Partie, steckt rüber zu dem hierbei die erste Chance. Also für den Gastgeber, letztendlich hätte der Treffer nicht gezählt, Abseitsposition von dem hierbei. Aber das ging in erster Linie zu leicht, wie Havertz da durch die gegnerische Hälfte spazieren durfte. Der VfB Stuttgart auf die Defensive konzentriert, doch so richtig wollte das auch nicht funktionieren. Kai Havertz zu Demirbay und Demirbay wird nicht angegriffen. Diesmal klappt diese Kombination. 28. Spielminute, das 1:0 für Bayer 04 Leverkusen. Nicht zu erreichen für Kobel dieser Ball. Doch dann wachte der VfB auf. Castro legt sich den Ball zurecht. Eckball von der rechten Seite und in der Mitte dann über Umwege der Ball zu Daniel Didavi. Ausgleich. Nur 6 Minuten nach dem Rückstand ist der VfB Stuttgart wieder zurück, weil Didavi da komplett vergessen wird im 5-Meter-Raum. Radetzky kommt nicht mehr ran. Das war auch dann der Pausenstand. Didavi also hielt seine Mannschaft im Spiel, ganz wichtig, eben knapp 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Der VfB nun aber etwas fahrlässig und es gab Möglichkeiten für Leverkusen zum Umschalten. Die verdaddeln sie eigentlich. Sinkgraven setzt sich damit viel Glück durch, bleibt im Ballbesitz. Flanke auf den zweiten Pfosten. Perfekt geschlagen für Karim Bellerabi, der läuft ein. Scheitert aber am Fuß von Gregor Kobel. Den hält er gut rein und verhindert hier den Rückstand. Leverkusen war weiterhin natürlich am Drücker. Das ist Baumgartlinger zu Kevin Volland. Der 2020 schon gut drauf war in der Bundesliga. Hier noch etwas zu harmlos der Schuss. Leverkusen aber machte gut weiter. Kai Havertz da relativ alleine gelassen. Da ist Kevin Volland und jetzt schlägt er zu. 76. Minute, die zweite Führung des Abends für die Gastgeber. Diesmal nicht zu halten für Kobel. Stuttgart schaffte es nicht mehr, sich aufzuraffen, weil Leverkusen das jetzt richtig gut machte. Dem hier bei Kevin Volland nochmal. Aber der Ball nicht zum Erfolg im Kasten untergebracht. Kobel zeigte eine richtig gute Leistung, sollte sich aber nicht mehr auszahlen. Leverkusen gewinnt knapp, aber verdient mit 2:1 gegen den VfB Stuttgart. Da hat sich die Qualität am Ende dann doch bemerkbar gemacht. Der VfB Stuttgart unter dem Strich klar unterlegen. Der SC Verl immer noch im DFB-Pokal, das ist schon eine größere Überraschung. Im Achtelfinale ging es nun gegen den ersten FC Union Berlin. Die erste Phase konnten sie gut überstehen hier in der Sportclub-Arena. Jetzt mal ein Eckball von der rechten Seite. Andersson, aber Lach ist dazwischen, doch Andersson bleibt dran. Trimmel und Lenz hier im Passspiel. Dann diese akkurate Flanke zu Markus Ingvartsen. Nach 34 Minuten dann das 1:0. Da bekam der Sportclub den Ball nicht geklärt. Brüseke hat das Nachsehen, kann diesen Ball niemals erreichen. Union spielte das richtig souverän und seriös runter. Nächste Möglichkeit, Andersson. Diesmal aber Brüseke, der erste Sieger im Duell mit den Angriffszügen der Eisernen. Es war nicht überraschend, dass der erste FC Union hier die größeren Spielanteile hatte. Aber wie stark das Union spielte, das war doch sehr
Gut anzuschauen. Christian Gentner mit der nächsten Möglichkeit hier zum 2:0. Mit dem Kopfball nach der nächsten Standardsituation, der aber knapp über die Querlatte rübergeht. Dann meldeten sich auch die Gastgeber mal zu Wort. Schöppner zu Schallenberg, der legt zu Hecker raus. Hecker mit der Flanke und Schöppner zwingt Gikiewicz zu einer Glanztat. Fast das 1:1 aus dem Nichts. Doch Gikiewicz kriegt rechtzeitig den Arm hochgerissen. So ging es mit 0:1 in die Pause. Das war verdient, ohne Frage. Aber eben dieser eine Abschluss von Ferl, der war brandgefährlich. Und auch im zweiten Abschnitt erstmal der SC Ferl. Flanke bzw. Seitenwechsel. Yildirim Schöppner zu Schallenberg. Dem verrutscht hier aber der Ball völlig über den Schlappen, sodass es nicht wirklich gefährlich wird. Aber es war mal wieder ein kleines Ausrufezeichen hier des Regionalligisten. Union Berlin musste sich erstmal wieder sammeln, doch dann wurden sie wieder souveräner. Andersson zu Trimmel, der leitet direkt weiter zu Gentner. Der kommt zwar zum Abschluss, stand aber auch im Abseits. Das heißt, der Treffer hätte nicht gezählt. Brüseke trotzdem holt sich hier Selbstvertrauen mit einer richtig starken Parade. Aber hier haben wir die Abseitsposition noch einmal belegt. Wir bewegen uns langsam auf die Schlussphase zu. Der Sportclub hatte nicht mehr so viel Kraft auf Lager. Ingwatzen hat die Entscheidung auf dem Fuß. Schöner Schlenzer. Doch knapp am Kasten vorbei. Es wurde aber nichts mehr mit der Schlussoffensive vom Sportclub. Stattdessen die Entscheidung durch Sebastian Andersson in der 90. Minute. 2:0 für die Gäste. Der Schlusspunkt in einer dennoch interessanten und attraktiven Partie. Der 1. FC Union hat es über weite Strecken richtig seriös gespielt und setzt sich damit verdient ab ins Viertelfinale. Ebenso wie der Sportclub Ferl ist der 1. FC Saarbrücken doch überraschend im Achtelfinale gelandet. Nun wollte der KSC aber diesem Traum ein Ende bereiten. Wanicek und Hofmann hier im guten Passspiel. Hofmann kriegt den Ball nicht durch, aber dadurch bekommt Manuel Stiefler die herausragende Schussposition. Und nach 18 Minuten schon stand es 1:0. Batz kann den Ball nicht parieren. Und der KSC spielt hier richtig gut und extrem ansehnlich nach vorne. Nächste Chance, nächstes Tor. Marvin Wanicek, 22. Minute. Das war extrem bitter für Saarbrücken. Sie bekamen hier einfach keinen Zugriff. Fanden nicht so recht statt. Doch dann auch ein Akzent ihrerseits. Fröse, Jürchheim, Zusammenspiel wieder. Fröse, super Treffer. Und plötzlich waren die Gastgeber wieder mittendrin. 1:2. Der KSC unaufgeräumt und ein toller Schuss von Fröse zum Anschluss. Nun wieder der KSC. Batz sieht hier nicht gut aus. Rosbach vor die Füße abgewehrt von Daniel Gordon. Der 2 Tore Abstand wiederhergestellt. Turbulente Partie, in der der KSC mehr Chancen hatte und mehr Tore auch erzielte. Es war immer noch nicht Halbzeit. Gondorf, Karlsson, Jerome Gondorf. Das ist sträflich, wie sie ihn da freilassen. 42. Minute, 1:4. Das war jetzt doch recht heftig. Somit ging es dann deutlich in die Katakomben. Und viel Hoffnung war nicht mehr da für Saarbrücken. Aber sie gaben sich nicht auf, wollten hier nochmal was Gutes zeigen. Fröse, Fröse, was hat der denn bitte für einen Abschluss? 58. Minute, 2:4, sollte nochmal Hoffnung aufkeimen. Nur noch 2 Tore im Rückstand. Doch der KSC ließ es jetzt ganz gemächlich angehen. Hatte ja auch die Zeit. Stiefler nochmal mit der Flanke. Da ist nochmal eine Abschlusssituation zustande gekommen. Aber
Wirklich gefährlich wird es hier nach Karlssons Kopfball nicht. Der trudelt leicht und seicht am Pfosten vorbei. Mehr kam da nicht. Von beiden Seiten war es das gewesen. 6 Tore, 2:4 am Ende. KSC, der klare und verdiente Sieger. Aber Saarbrücken zeigte sich insbesondere durch Fröse nochmal richtig von der guten Seite. Der FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Mittwochabend noch zum Abrunden des Achtelfinals. Der FC Bayern klarer Favorit, so spielten sie hier auch auf Goretzka, Lewandowski, Thiago zu Robert Lewandowski. 19. Minute, das 1:0 für den FCB. Der Pole schlägt zu, nicht zu halten für Philipp Pentke. In der Liga war Hoffenheim hier noch siegreich gegen den FC Bayern. Adamian damals der Matchwinner. Jetzt wollten sie die Bayern auch wieder ärgern, aber sie lagen eben schon zurück. Das ist Kramaric, der Ball doppelt abgewehrt. Einmal von Boateng, dann nochmal von Pavard. Beziehungsweise es ist nicht Boateng, es ist Alaba natürlich. Pavard bekommt den Ball dann an den Kopf. Die Gefahr aber war gebannt. Vor dem Seitenwechsel dann nochmal die Bayern. Joshua Kimmich zu Thiago, einmal weitergeleitet zu Lewandowski. Eisig kalt, was der Pole da macht. Und so möchte man aus Sinsheimer Sicht natürlich nicht in die Halbzeit gehen. Aber es stand 2:0. Der FC Bayern München spielte das weitestgehend richtig abgeklärt runter. Hoffenheim in doppeltem Rückstand. Die Aufgabe wurde also größer, aber so ganz waren sie ihr erstmal nicht gewachsen. Goretzka zu Thomas Müller. Nordfight dazwischen entschärft den Ball für Philipp Pentke. Die Bayern ließen es jetzt auch etwas ruhiger angehen. Doch Hoffenheim fehlten auch nach vorne so ein bisschen die Ideen. Jetzt vielleicht mal Munas Dabur zu Baumgartner. Der hat gleich das Auge für Dabur, Munas Dabur. Machte aber viel zu wenig draus aus dieser doch großen Chance. Er hat da Freiräume, die ihm eigentlich nicht gewährleistet sein dürften. Aber Bayern schafft es nicht, das gänzlich zu verhindern. Trotzdem befinden wir uns schon in der Schlussphase. Es war alles klar. Thomas Müller wollte trotzdem nochmal. 90. Minute, das 3:0. Dann standesgemäß dieses Ergebnis. Hoffenheim war klar unterlegen über die 90 Minuten hinweg gesehen. Verliert mit 3:0, verabschiedet sich damit aus dem Wettbewerb und für die Bayern geht der Traum von der Titelverteidigung in die nächste Runde. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Danke fürs Reinschalten. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis Donnerstag, da ist dann erste Bundesliga wieder am Start. Bis dann und adios.